Hallo Leute! Der Rhein vom Zusammenfluss von Vorder- und Hinterrhein bis zum Bodensee heißt Altenrhein. In dieser Folge schauen wir uns den Abschnitt von Chur, der Hauptstadt des Kantons Graubündens, bis nach Langquart an. Das sind etwa 12 Kilometer nasser Spaß. Der Einstieg ist beim Campingplatz in Chur, kurz oberhalb der Einmündung der Plessur, die von Arosa herunterfließt. Der Ausstieg ist bei der Tadelbrücke in Langquart, wo der gleichnamige Bach in den Rhein mündet. Die ersten 2 Kilometer sind nicht sonderlich spannend, da der Fluss meistens beidseitig eingedämmt fließt. Es gibt jedoch immer ein paar Wellen, wenn das Wasser zwischen den Sandbänken den Weg nach unten sucht. Normalerweise befahren wir den Altenrhein im Spätsommer und Herbst, wenn viele andere Bäche zu wenig Wasser haben. Es spricht jedoch nichts dagegen, hier ganzjährig zu paddeln. Hohe Wasserstände können jedoch gefährlich sein, da es dann kaum noch Kehrwasser für Rettung und Ausstieg gibt. Den Wasserstand, den wir hier hatten, ist ein niedriger 30 Kubikmeter pro Sekunde. Hat man die erste Straßenbrücke Richtung Haldenstein erreicht, wird es allmählich interessanter mit einem ersten Schwall direkt unter der Brücke. Kurz danach, bei einer Wildüberführung über die Autobahn am rechten Ufer, erreicht man den steilsten Katarakt. Bei solch niedrigem Wasser kann man um die Steine kurven. Bei Meer wird dieser Abschnitt heftig mit hohen Wellen. Linksufrig passiert man eine der wenigen Windturbinen in der Ostschweiz. Aufgrund der Tallage ist dies ein guter Standort. Allerdings stellen hohe Windspitzen, wie es bei Föhn, einem warmen Südwind, üblich ist, ein Problem dar. Danach gibt es nur noch auf der rechten Seite einen Damm, während links ein natürliches Felsufer den Fluss begrenzt. Dies ändert sich wieder, wenn man sich unterfahrts nähert mit der Zementfabrik links und der Kehrichtverbrennungsanlage rechts. So geht es weiter bis unter die Straßenbrücke, wenn der Fluss eine markante Linkskurve macht. Diese Stelle ist auch eine der wenigen, die man von der Autobahn her einsieht, auf dem Weg nach oben. Nun kommt der beste Abschnitt. Die Dämme weichen zurück oder verschwinden vollständig und hinterlassen ein viel breiteres Flussbett. Der Rhein nutzt dies aus und gräbt seinen Weg durch die überwachsenen Sandbänke, welche gelegentlich bei sehr hohem Hochwasser umgestaltet werden. Dies vermittelt ein Gefühl, wie es einst war und wie es werden könnte, wenn all die Renaturierungsprojekte umgesetzt werden. Dies ist ein beliebtes Naherholungsgebiet nicht nur für Wassersportliebhaber, sondern jeden, der die Natur schätzt. Wenn die Tadisbrücke näher rückt, muss man nochmals aufpassen. Die Langquart fließt von rechts ein und ich werde diesen tollen Bach ein anderes Mal vorstellen. Gleich unterhalb ist ein Kieswerk, welches werktags Kies aus dem Fluss holt und man auf Baggerschaufel und Kabel achten muss. Ein möglicher Ausstieg ist direkt unterhalb der Einmündung. Dann überquert man das Gelände des Kieswerks, um zum Parkplatz unterhalb der Brücke zu gelangen. Man kann es auch wagen, sich den Katarakt runterzustürzen, der in 2 Teile aufgeteilt ist. Nach Hochwasser ändert er sich oft und man sollte seine Route daher besser im Vorhinein aussuchen. Man kann versuchen, zwischen den beiden Teilen direkt unter der Brücke auszusteigen oder erst ganz unten. Von hier geht es mühsam nach oben. Eine andere Möglichkeit bietet sich etwas flussab auf der anderen Seite. Zusätzliche Informationen sind in der Beschreibung unten zu finden.
Wenn du diesen Flussführer hilfreich fandest, hinterlass doch bitte einen Daumen hoch und wenn du künftig mehr Videos nicht verpassen möchtest, klick den Abonnieren-Knopf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!